Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich muss kurz meinen Timer stellen. Und ja, ich hatte den Numus noch aktiv, weil ich beim letzten Mal dummerweise den Fehler begangen habe, das Spiel hier zu unterbrechen, um die Lautstärke ein bisschen höher zu stellen. Ja, das war mein Handy. Um die Lautstärke ein bisschen höher zu stellen und um das Fenster zuzumachen. Und dann musste ich leider dummerweise den ganzen Weg von der Brücke bis hierher noch einmal spielen. Aber was soll's? Jetzt bin ich wieder hier und jetzt kann's weitergehen. Viel Spaß. Ja, jetzt ist es hier natürlich noch kein Problem durchzulaufen, weil ich hier jetzt noch ein Slytherin bin. Nachher, wenn ich keiner mehr sein sollte, weil der Vielsafttrank die Wirkung verliert, wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Spinnen kaputt mache, einfach weil ich es kann. Nein, sie liegt über meiner Bohne. Ist egal, ich kann sie trotzdem einsammeln. Vielleicht kriege ich ja irgendeinen Bonus dafür, dass ich die ganzen Spinnennetze kaputt mache. Wuhuhu. Oh, ist das cool. Ich bin in der Bibliothek. Bringt mir das irgendwas? Ja, das bringt mir was. Oh, cool. Sache. Ja, schade, ich kann meine Mitschüler nicht verzaubern. Hallo, ich bin ein Slytherin. Ich muss das können. Komm her, du dämlicher Frosch. Ich finde diese Geräusche, die Goyle macht, irgendwie ein bisschen verstörend. Aha. Und. Bildkarte. Hui. Kann ich hier auch hoch? Da so, zack. Nein, kann ich leider nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wo bin ich denn jetzt? Hätte ich auch den normalen Weg nehmen? Ah! Was ist das denn für eine Schweinerei? Da kommen Spinnen raus. Hier? Moment. Ach, hier! Da. Ja. Mal gucken, ob bei den anderen Bildern noch irgendwas zu machen ist. Hier bei dem war das gerade, ne? Ja. Okay, bei den anderen kann man nichts machen. Hier? Müsste man eigentlich auch was machen. Suchst du Draco, Goyle? Ja. Definitiv. Wo ist der? Kannst du mal sagen? Sagen wir das? Tut mir leid, Goyle. Ich hab dich nicht kommen sehen. Noch, du sollst mir sagen, wo Draco ist. Naja. Was soll's. Hier bin ich vorhin rausgekommen. Da kommen nur Spinnen raus. Ich lass mich nicht nochmal verarschen hier. So nicht. Nochmal ganz kurz hier längs gucken, ob hier irgendwas Hallo, zu Goyle. Tun ist. Hi. Oh. Cool. Nintendo! Klau mir nicht meine Bohnen. Geh weg. Hau ab. Ich rede relativ wenig im Moment, leider. Sorry. Wie ihr seht, sind wir in den Slytherin-Gemeinschaftsraum vorgedrungen. Und ich wollte die Bildkarten lesen. Fällt mir gerade ein. Dann machen wir das doch mal ganz schnell. Wir haben schon... Wenn wir noch drei zusammenkriegen, dann... haben wir schon wieder die nächsten, das verboten wurden. Das kenne ich schon. Noch drei, dann haben wir unseren nächsten Blitz zusammen. Unseren nächsten Gesundheitsblitz. Weiter geht's mit ihm hier. Das ist Delvin Whitehorn. Geboren 1945. Gründer der Nimbus Rennwesengesellschaft. Ich bin mir nicht sicher, wen wir jetzt schon hatten und wen noch nicht. Cassandra Wablatschki. 1894 bis 1997. Hey, als ich sieben war, ist sie gestorben. Berühmte Seherin und Autorin von Die Entnebelung der Zukunft. Wahrscheinlich eins der Bücher, die in Hogwarts auch zum Lehren genutzt werden. Oh, Glover Hipworth. 1742 bis 1805. Erfinder des Aufpäppeltranks gegen Erkältung. Ist ja süß. Hier haben wir noch Mungo Bonham. 1560 bis 1659, der ist fast 100 geworden. Berühmter Heiler und Gründer des St. Mungo Hospitals für magische Hauskrankheiten und Gebrechen. St. Mungo, ja natürlich. Ja, cool. Adalbert Schwafel? Schwafel. 1899 bis 1981, berühmter magischer Theoretiker. Den kennen wir auch schon aus dem ersten Teil.
Justus Pillewickel. 1862 bis 1953 Chef der Abteilung für magische Strafverfolgung. Wahrscheinlich im Zaubereiministerium. Der sieht irgendwie komisch aus. Jardley Platt. 1446 bis 1557 Koboldkiller. Du Scheiße. Ein Koboldkiller. What the fuck? Okay, wo waren wir hier stehen geblieben? Kennen wir sie schon? Wirtin des tropfenden Kessels kennen wir schon. Bowman Wright, Erfinder des goldenen Schnatzens, kennen wir glaube ich auch schon. Oswald Beamish, Wegbereiter der Koboldrechte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn schon kennen. Aber jetzt kennen wir ihn. Und Ignatia Wildsmith, die Hexe, die das Flohpulver erfunden hat, kennen wir glaube ich auch schon. Ach ja, sie hier, ach genau. Verwandelte verschollene Segler in Schweine. Genau, die kennen wir auch. Königin Maeve, bekannte Hexe, die vor der Gründung der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei junge Hexenmeister in Irland ausbildete. Mhm. Die ist lustig. Wendelin die Ulkige, Daten unbekannt. Sie war so fasziniert von Scheiterhaufen, dass sie sich 14 Mal verbrennen ließ. Ah, die sieht auch böse aus. Elfrieda Clack. Clack? Clack? 1612 bis 1687. Ältestes Mitglied des Zauberrats. Zaubererrats. Cool. Cool, cool. Ja, dann wollen wir doch mal langsam in den Gemeinschaftsraum hinein. Der müsste, wenn ich mich nicht täusche, hier sein. Logischerweise. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen umgucken, bevor ich Draco über den Weg laufe. Kann ich, offensichtlich. Ui. Ich habe keine Ahnung, wann ich Draco über den Weg laufe und wann ich hier gezwungen bin, eine Filmsequenz zu schauen. Ich gehe nochmal davon aus, wenn ich da hinten reingehen will. Dann wird es soweit sein. Kann ich hier noch irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hier weiter. Coole Sache. Bitte sag mir, dass ich jetzt nicht in die falsche Richtung gehe. Nein! Shit, verdammt! Da bist du ja, Goyle. Ich hab dich überall gesucht. Mist, ich hätte erst in die andere Richtung gehen sollen. Wie mir nach? Nein, ich will aber nicht. Ach Mann, scheiße. Ich hätte erst in die andere Richtung gehen sollen. Weißt du, Goyle, ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Der heilige Potter, Freund der Schlammblüter, ist auch so einer ohne das wahre Zauberer-Empfinden. Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Du weißt, ich habe keine Ahnung, Goll. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Wie auch immer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Okay, wie es aussieht, kann ich jetzt. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Was? Warum? Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Was will der denn, Mann? Die verdammte Scheiße. Warum sollten die Professor Snape rufen? Das ist der Gemeinschaftsraum des Slytherins und ich will da rein, weil ich bin ein Slytherin. Immer noch. Oder? Bin ich noch ein Slytherin? Eigentlich müsste ich das noch sein. Das sieht nicht aus wie Harry hier. Okay. Oh, das ging aber schnell. Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Stealth-Einlagen, das ist ja mein absolutes Spezialgebiet. Oh. Da kommt schon die erste. Wie gesagt, wir gehen ihnen besser aus dem Weg. Jetzt habe ich... Irgendetwas stimmt hier nicht. Professor Snape?
Was denn, was denn, was denn? Ruhig, pfui. Geh weg. Nein! Scheiße. Ach, Potter. Jetzt ist es bestimmt nicht mehr lange bis zu deinem Schulverweis. Ach, seid doch alle still. Aber wie soll ich das denn machen? Von der einen Seite kommt das Mädel, von der anderen Seite kommt der Kerl. Einer des Slytherins mich bemerkt. Wie soll ich das tun? Ach so, sie geht da rein. Ach na, super. Ich glaube, ich habe hier eben einen Gryffindor gesehen. Nein, hast du nicht. Was hast du hier unten zu suchen? Nein, ihr dürft mich nicht kriegen. Nein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sie dürfen mich nicht kriegen. Nein. Sie haben mich nicht gekriegt. Ich bin davor gekommen. Dass der fast kopflose Nick versteinert worden war, verbreitete sich nach den Ferien wie ein Lauffeuer in der Schule. Die Schüler dachten, wenn sogar ein Geist versteinert werden konnte, wäre niemand mehr sicher. Die Erstklässler gingen nur noch in kleinen Grüppchen durch das Schloss, denn sie hatten Angst, angegriffen zu werden, falls sie alleine herumspazierten. Es kam zu einem blühenden Handel mit Talismanen, Amuletten und anderen schützenden Utensilien. In der Zwischenzeit hatte Harry erfahren, dass Draco Malfoy nicht der Erbe Slytherins war. Aber wenn es nicht Draco ist und auch nicht Harry, wer ist es denn dann? Gute Frage. Beeil dich, Harry. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste fängt gleich an. Schon wieder Unterricht bei dem. Das wird wunderbar werden. Professor Lockhart will uns Elasto beibringen. Nun komm schon, Harry. Naja, zumindest lerne ich endlich Elasto. Aber exakt das, was er gerade gesagt hat, von wegen schon wieder Unterricht bei dem. Genau dasselbe habe ich mir auch gerade gedacht, als sie das gesagt hat. War ich hier nicht schon drin? Ich glaube, ich war hier schon drin. Ja, ich war hier schon drin. Okay, wenn ich dann jetzt endlich Elasto kann, ist das das letzte Mal, dass mir die Hauspunkte, also dass die Hauspunkte-Auswertung... Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Ja, klar. Was kaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Okay, offensichtlich habe ich im Gemeinschaftsraum der Slytherins eine übersehen. 888 Bohnen habe ich jetzt. Darum deine Freunde beneiden, Harry. Danke, danke. Es tut mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Komm später noch einmal vorbei. Jojo. Okay, also es ist offensichtlich tatsächlich so, dass wenn ich eine übersehen habe... Die mir dann hier verkauft werden. Morgana Le Fay. Mittelalter, Daten unbekannt. Halbschwester von König Artus, schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Ein sehr, sehr, sehr interessanter Charakter, finde ich. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich die Herausforderung hier nochmal machen? Ich glaube, den Rekord kann ich schlecht nochmal brechen. Deshalb werde ich es wahrscheinlich mit einer anderen Herausforderung nochmal versuchen. Am besten ja mit... Was war das nochmal? Entschleimen war das, glaube ich, ne? Kann ich das nochmal toppen? Du bist erst in der zweiten Klasse. Ich habe wirklich keine Zeit, mich mit einem Zweitklässler zu unterhalten. Die Stimme kenne ich. Davon ist die Elasto-Herausforderung. Ich würde ja ganz gerne... ich probiere es nochmal hiermit. Hinter dieser Tür findet die Entschleim-Herausforderung statt. Ich probiere es nochmal mit der Entschleim-Herausforderung. Ich möchte Willkommen nur ganz gerne... zurück bei der Ja, danke. Ich würde nur ganz gerne jetzt dann nochmal meinen Rekord brechen und das möglichst ohne die ganzen 100.000 Bohnen hier einzusammeln. Weil die Bohnen brauche ich nicht mehr. Ich muss einfach nur möglichst schnell hier durchkommen. Das wäre optimal. Natürlich darf ich keine der Sterne vergessen, das ist wichtig. Aber wäre halt trotzdem super, wenn ich hier dann meinen jetzigen momentanen Rekord brechen könnte. Ich glaube, da unten war auf jeden Fall kein Stern. Das war nur so ein Böhnchen-Gedöns. Das heißt, da unten gehe ich jetzt gar nicht erst hin. Sondern gehe einfach direkt weiter. Hier, geradeaus. Oder war da noch ein... Nein, da war kein Stern. Schokofrosch! Bams! So, Speicherbuch. Speicherbuch ist sehr schön. Hier gibt es viel zu wenig Speicherbücher, finde ich. Ui! Es tut mir immer noch wahnsinnig leid, dass meine Maus so furchtbar laut ist. Oh, lala. Im dritten Teil wird das ganz lustig. Glaube ich. Weil da
Komm her. Oh, holy shit. So viele Krabben. Da gibt es mehrere Parts, wo ich fliegen muss. Also mit so einem kleinen Drachen fliegen muss. Und da habe ich dann... Hier komme ich jetzt natürlich nicht mehr zurück. Scheiße. Da habe ich dann das Problem, dass ich immer, um einen Flügelschlag zu machen, die linke Maustaste drücken muss. Och, Peeves. Oh nein, ey. Es ist Peeves. Wenn das nicht der... Ja. Sorry, dass ich das jetzt unterbreche, aber man hat das Ganze ja eigentlich schon mal gesehen. Hallo, warum treffe ich den nicht mehr? Jetzt, komm schon! Geht doch, meine Güte. Man hat das Ganze ja quasi schon einmal gesehen und deswegen muss ich das ja jetzt hier nicht alles nochmal machen. Also, mir nicht nochmal angucken. Dies kostet ja nur alles Zeit, nicht? Ups. Ui, geschafft. Danke. Ich möchte auch nicht zu viel von meiner Zeit hier drauf gehen lassen. Da ist noch ein Stern. Den würde ich mir dann noch ganz gerne holen. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel vom dritten Teil, vom dritten Spiel gespoilert. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt vor kurzem dann angespielt, als ich es endlich bekommen hatte. Den vierten Teil habe ich gestern Abend auch angefangen, aber zu dem möchte ich noch nicht so viel sagen. Auch einfach, weil das ein Part ist. Das werdet ihr dann selber sehen, wenn ich ihn spiele. Ich bin ja mit dem zweiten Teil ja auch schon so gut wie durch. Also, was heißt so gut wie durch? Aber, ne? Es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange und dann bin ich hiermit auch schon fertig. Ja, danke. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier machen muss. Doch da. Ui. Also ich finde die grafischen Veränderungen von den Spielen einfach immer richtig genial. Hey, komm schon. Ja, danke. Kann ich nicht überspringen. Dann halt nicht, Mann. Vom ersten zum zweiten Teil hat die Grafik auch schon mal einen ordentlichen Sprung gemacht. Aber vom zweiten zum dritten wird es dann richtig genial. Okay, jetzt komme ich hier auch wieder zurück. Und kann mir hier die Truhe schnappen, in der bestimmt auch noch wieder Bohnen drin sind. Ja, genau. Natürlich sind hier nur Bohnen drin. Aber was soll's. Jetzt komme ich hier auf jeden Fall weiter. Bling. Oh, ich mag dieses Geräusch. Hier ist erstmal nichts zu holen. Manchmal sind ja auch die Wände so dezent verbuggt. Ui. So, da ich Schneckenfell. Komm, Schnecki. Komm. Nicht wieder abhauen. Pfui. Oh, scheiße. Komm schon. Aha. Ach Mist, die war überhaupt kein Stern drin. Scheiße. Ich dachte, da wäre ein Stern. Okay. Gut, dann komm jetzt hier hin. Komm. Bisschen schneller wie sonntags, bitte. Es ist Montag. So. Das finde ich natürlich immer so ein bisschen zeitaufwendig, die hier durch die Gegend zu poken. Und ich finde es auch ein bisschen... Ja, gut, ich... ja, danke. Ich wiederhole jetzt halt hier diese Aufgaben. Einfach nur, um ein bisschen mehr Hauspunkte zu kriegen und um ein bisschen mehr Zeit im Bohnenraum zu haben. Was eigentlich vollkommen unsinnig ist. Ja, ich weiß, danke. Die Tür ist offen. Da hinten war, glaube ich, kein Stern mehr, den ich holen konnte. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal weiter. Nee, hier war das schon mal nicht. Bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Ja, danke. Kann
Gab es hier noch irgendwas? Ich glaube, hier war das, ne? Ja, hier. Da ist der Stern. Zack. So, hier gab es aber nichts mehr zu holen. Das heißt, hier geht's weiter. Ha. Okay, hier ist direkt der nächste Stern. Das heißt, ich bin schon fast wieder bei meiner Zeit angekommen hier. Ja, danke. Ich hätte jetzt hier ganz gerne auch ein Thema gehabt, über das ich reden kann, aber irgendwie fällt mir nichts ein. Macht das Sinn? Nee, irgendwie nicht. Scheiße, das war schon wieder ein klein wenig verschwendete Zeit. Scheiße. Oh, fuck. So ein Mist. What? Oh nein. Oh nein. Oh, bitte nicht. Oh, das ist ja nervig. Oh, das ist richtig nervig. Gut, da ich weiß, dass ich aber da unten jetzt nicht wirklich was holen kann, ist ja vollkommen egal. Dann pumpe ich jetzt direkt drauf. So, zack. Ja, ich weiß, da wird die Tür aufgemacht. Dankeschön, Dankeschön. Das ist mir vollkommen Wurst. Los, komm schon, entschleimen. Danke. Ah, ist doch alles kack. Ist doch alles kack. Prinzipiell mache ich das hier jetzt wirklich einfach nur total umsonst. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Folge überhaupt mit reinnehme. Aber ich muss sie eigentlich mit reinnehmen. Weil Let's Play und so. Das wird dann natürlich auch wieder so eine Folge. Ja, ich weiß, das ist immer noch ein Wichtel. Das wird natürlich dann auch wieder so eine der Folgen sein, die wahrscheinlich von wenigen geguckt werden, weil sie einfach mega langweilig ist und keinen interessiert. Kann ich aber leider nicht ändern, weil ist blöd. Blöd gelaufen. Frosch brauche ich im Moment nicht. So, wie gesagt, hier bin ich jetzt schon fast wieder bei meiner... Jetzt weiß ich auch, dass ich das da vorne nicht unbedingt öffnen brauche. Weil da nichts von Wert drin ist. Oh mein Gott, war das knapp. Holy shit. Herzklopfen. Scheiße, verdammt. Ja, stirb. Da oben ist auch noch ein Sternchen. Mich juckt's. Jetzt muss ich ein bisschen auf meine Zeit achten wieder. Ich werde dich überziehen, einfach wieder hoffnungslos. Ja, ich habe natürlich schon wieder überzogen. Und natürlich wieder mitten in der Aufgabe. Das heißt, ich unterbreche hier ganz kurz und mache dann sofort weiter. Bis gleich.